Petra. Ja? Also die Frau Steffi ist ja erst seit ein paar Wochen bei uns, aber ich habe mich schon so an sie gewöhnt, dass wenn sie einmal einen Tag wie heute nicht da ist, fehlt sie mir direkt. Ach Gott, tu dir nichts an, es läuft alles bestens. Ich habe den Kaffee gemacht und du servierst den. Ist doch fair. Ja, es läuft alles fair. Das sagst du so nicht wahr? Ich habe den Kaffee zuerst einmal von einer Kanne in diese umgießen müssen. Was glaubst du, was dabei alles passiert? Warte, bitte. Hast beruhigt, seine größten Schweinereien in der Küche habe ich schon alle wieder beseitigt. In der Küche. Es ist wirklich höchste Zeit, dass wir eine neue bekommen. Hast du vorige Woche erst so das verlangt? Nein, bitte, ich habe nur gesagt, dass ich bereit bin, über eine neue Küche pro und contra zu diskutieren. Zu diskutieren? Na, entschuldige. Du machst ja einen Zurückzieher. Du musst verstehen, schau, ich habe einen Horror für Handwerker. Ja, ne, schau, Handwerker in der Wohnung, das ist für mich so wie ein Zimmerbrand gemischt mit einem Wasserrohrbruch. Na bitte, erinner dich doch, wie das war vor ein paar Wochen, wie sie da waren und da haben die Fenster und die Türen gestrichen, nicht wahr? Im Vorzimmer nicht sein sollen, da habe ich nicht sein sollen, hast mich in die Küche schicken wollen, bin ins Arbeitszimmer gegangen, da war ich dann eingesperrt. Aber du, meinen letzten Hausarrest habe ich vor, was ich 70 Jahren gehabt, ich bin das nicht mehr gewöhnt. Mein Gott, die vielen Worte und alle umsonst. Franz, schau mal, die Küche, das ist ein Raum und der soll renoviert werden. Und alles andere ist doch gar nicht so schlimm. Du hast doch keine Angst, du wirst verpflegt unten in der Konditorei. Und die Frau Steffi, die wird von zu Hause dir gute Sachen bringen. Du wirst ja eh in Ei gepackt oder in wunderbar. Watte oder was. Herrlich. Ja. Also ich darf dann doch hier irgendwo herumsitzen etwa und darf aus dem Menagereindl den Eintopf von der Frau Steffi wissen. Nein. Also bitte, da ist ja ein Seniorenheim noch ein Luxushotel dagegen. Hast du eine Ahnung? Du übrigens, weil wir gerade davon sprechen, Franz, ich habe etwas mit dir zu bereden, aber ich flehe dich an. Reg dich nicht auf. Warum soll ich mich aufregen? Weil du in Seniorenheimen vorliest? Du, da wäre ich dafür, dass man für Senioren noch viel mehr tut. Aha, da bist du völlig meiner Ansicht. Es ist nur leider gestern als etwas... Ein Problem ist entstanden gestern. Du, mir fällt das jetzt erst so langsam auf. Du hast zuerst gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Du sagst, es ist ein Problem. Bitte, welche Katastrophe kommt denn jetzt wieder auf mich zu? Wer spricht von Katastrophe? Ich rede davon, dass es eventuell etwas unangenehm werden könnte. Du, also ich reg mich nicht auf, außer wenn du versuchst, mir die Wahrheit so langsam zitzerweiß beizubringen. Also was war los? Also, du weißt doch, dass ich in vielen Seniorenheimen Lesungen halte, nicht wahr? Naja, und da lernt man ja verschiedene Leute kennen. Gut, und man kommt so ins Gespräch, weißt du, man spricht über dieses und man spricht über jenes. Du, mich interessiert nicht, was du über dieses und was du über jenes redest. Ich will wissen, was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass ich in einem Seniorenheim auf einmal draufgekommen bin, dass die Hausverwaltung ungeheuer autoritär ist. Ja, und da habe ich eine kleine Demonstration organisiert. Was hast du? Du hast ja eine kleine Demonstration organisiert? Jawohl. Für bessere Bedingungen. Für bessere ärztliche Betreuung. Für Mitspracherecht. Für Selbstverwaltung. Naja, aber der Heimleiter, der wollte nicht mit uns sprechen. Also bin ich mit den Leuten vor das Seniorenheim und wir haben organisiert alles und wir haben demonstriert. Habe ich dich nicht verstanden? Du bist also mit einer Anzahl von Herrschaften ungefähr so in deiner Reife. Also bitte keine Bemerkungen, ja? Bist du vor das hingegangen? Ja? Ihr habt doch hoffentlich nicht die Transparenz und das Megafon vergessen. Aber wie könnten wir? Das hatten wir alles. Weißt du, wir sind sehr gut organisiert. Aber, um dir also weiter zu erzählen, ja? Nur dieser Heimleiter, der kommt und spricht aber du wirklich in einem derartig
unhöflichen und rüden Ton und sagt in diesem widerlichen Ton, ja, dass wir die Kundgebung sofort beenden sollen. Mhm. Naja, ist und? Doch eine Frechheit. Na und was, ja, was hast du da irgendwas gemacht mit dem Heimweg? Ja, doch, da ist mir etwas passiert. Ja, was denn? Ich habe ihn mit der Fahnenstange getroffen. Du hast den Heimleiter tätlich angegriffen. Na, doch nicht direkt. Hör mal, wäre überhaupt nichts passiert, wenn er in Ruhe und in Höflichkeit unseren Argumenten zugehört hätte. Aber was hat er getan? Der hat sich umgedreht, hat uns stehen lassen und rief die Polizei an. Hm. Ja. Die Polizei hat er auch noch angerufen. Ja. Ja, und hat die Polizei angerufen. Ja, war denn diese Demonstration wenigstens polizeilich angemeldet? Wenn du mich so direkt fragst, nein. Aber Franz, es war doch eine ganz kleine Demonstration. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren. Vielleicht 80 noch. Also ich habe das Gefühl, ich bin in einem Albtraum. Ich habe nur eine Hoffnung, dass ich möglichst bald aus diesem Albtraum aufwache. Aber schau mal, es ist ja überhaupt nichts passiert. Und weißt du, schau, es wird eine Anklage geben, wahrscheinlich wegen Ruhestörung und wegen Ehrenbeleidigung, aber das kannst vergessen, da kommt ja überhaupt, die nehmen das bestimmt zurück. Die ziehen das zurück. Du bist auch noch wegen Ehrenbeleidigung. Und das sagst du mir erst jetzt? Na ja, entschuldige vielmals. Das war ja gestern Nachmittag erst. Wann hätte ich dir erzählen sollen? Außerdem bin ich sehr erstaunt über dich. Ja? Ja, dass du gar nicht empört bist, dass sich jemand so schlecht mir gegenüber benommen hat. Also wirklich, wenn ich noch ein Haar auf dem Haupt gehabt hätte, das noch die Originalfarbe hätte, jetzt wär's weg, jetzt wär's auch weiß. Nicht wahr? Nur so eine feine Sache eingebrockt. Nicht wahr? Nur ein wahres Glück, dass es in unserer Familie und im Bekanntenkreis so viele Juristen gibt. Ich werde das alles selber lösen. Glaub mir, da brauche ich niemanden, der sich um mich kümmert. Du redest wirklich so wie ein professioneller Steuerhinterzieher. Du bist da offenbar nicht im Klaren darüber, nicht nur, dass du eine Demonstration organisierst, du bist ja auch noch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Mein Gott, wenn du nur nicht so wahnsinnig übertreiben würdest. Schau mal, das Ganze ist ganz bestimmt ein, mein Gott, mehr oder weniger ein Bagatellfall. Ja, also weniger wäre mir lieber. Also wenn ich bloß daran denke, was da alles auf uns zukommt, na, darf ich gar nicht daran denken. Schau, ich will dir ja nicht Unrecht geben. Aber natürlicherweise, wenn man die Spielregeln nicht einhält, kommt es zu Konsequenzen. Mein lieber Franz, wie wäre es denn, wenn die anderen die Spielregeln einhalten würden? Oder findest du das in Ordnung? Dass man alte Menschen wirklich rüde behandelt und sie unterdrücken will. Ja, also ich an deiner Stelle. Ich hätte es mit Verhandlungen versucht und nicht mit Gewalt. Aber ich gebe zu, natürlicherweise nicht immer zum Ziel führt. Naja, also Gott, jetzt kann ich nur hoffen, dass mir irgendwas einfällt, was diesen Konflikt lösen kann. Es wird mir bestimmt was einfallen. Und jetzt fällt mir noch was ein. Ja. Naja, wir haben doch etwas ganz Wichtiges zu tun jetzt. Aber nein, wir haben noch was Wichtigeres zu tun. Kann man nicht vorstellen, was heute noch wichtiger wäre. Franz, wir müssen über unsere Küche reden. Welche Küche wir haben wollen. Also bitte keine Widerrede. Dafür habe ich die vielen Prospekte gebracht. Es ist heute ein denkwürdiger Tag. Ja, kann man mich von dem Schock, von der Demonstration erholt, nicht wahr? Bestehst du hartnäckig auf etwas, was offenbar mittels eines Überrumpelungsmanövers ich ganz vage nur in Aussicht gestellt habe? Sowas hätte ich nie von dir angenommen. Wie sprichst du denn Überrumpelungsmanöver? Sag einmal, habe ich geträumt, dass ich vorige Woche mit einem Herrn zusammen war, der begeistert vor einer Küche stand, die ihm die Dagmar zeigte und der sagte, Gott, ist das eine schöne Küche, so eine will ich auch haben. Ja. Nice. Sind Sie zufrieden? Danke. Hat's geschmeckt? Danke. Ja. Hoppala.
Ist eh nichts passiert. Wiederschauen. Habe die Ehre. Wären Sie uns recht bald wieder. Weißt du, wenn man denkt, dass die Hilda und der František da oben für einen ruhigen, schönen, gemütlichen Nachmittag haben. Und was wir uns da herum, den Gästen herum ärgern müssen. Ach so? Das habe ich gar nicht bemerkt. Was war denn? Ich weiß nicht, ich bin so empfindlich, seit mir die Sessel reparieren hab lassen. Ich weiß nicht, die Kunden, sie hauen herum mit den Sessel, sie hutschen sich drin und so. Das macht mich so nervös. Ja, im Grunde hast du vollkommen recht, liebe Otte. Wahrscheinlich. Die Einrichtung der Konditorei ist nun einmal der naturgegebenen Abnutzung unterworfen, weißt? Abnutzung, ja. Vandalismus, nein. Die Gäste glauben ja, wir haben unser Mobiliar in der Mülldeponie gewonnen. Ich weiß nicht, das macht mich ganz, ganz fertig, macht mich das. Tag, Frau Chefin, Tag, Herr Chef. Ja. Ich bin vollkommen kaputt. Böse. Sag mal. Vollkommen kaputt wirst du gleich sein, wenn du dich nicht augenblicklich von diesem Sessel blitzartig erhebst. Ja? Wenn du dich schon unbedingt irgendwo hinschmeißen willst, dann würde ich dir wärmstens den Donaukanal empfehlen. Die Frau Chefin ist heute wieder auf rettete Möbel unterwegs. Aber dabei bin ich von der letzten Lieferung ehrlich ermüdet. Vierter Stock, kein Lift und dann war es auch noch das falsche Haus. Trotzdem, du weißt doch bitte ganz genau, dass die Frau Chefin im Moment ein bisschen empfindlich ist, nicht? Und nicht wieder gleich die Sessel reparieren lassen möchte, nicht wahr? Das musst du doch ein... Komm her. Drei, vier Wochen hat sich alles gelegt, ne? Drei bis vier Wochen? Na, sicher. Ja, und wo soll ich mich da in der Zwischenzeit niedersetzen? Nirgends. Ich habe sofort wieder eine Lieferung für dich. Komm mit mir. Haben Sie, Herr Schassel, noch einen Wunsch? Kann ich noch was bringen? Nein, danke. Bitte schön. Dieser Jüngling steht auf und... Ja, hier seid ihr, Frau Otte. Wie geht's denn? Ich hoffe, großartig. Ist kein Ausdruck. Ja, danke schön. Herr Janowski, Sie sind ja berühmt für Ihre besondere Höflichkeit, aber jetzt fangen Sie dann ja gar nicht mehr. Möchten Sie vielleicht auf diese charmante Art mir mitteilen, dass unsere Miete erhöht ist? Aber bitte, Frau Otte, wo denken Sie hin? Jetzt, wo Sie neue Sessel haben und da einiges investiert haben, werde ich doch nicht die Miete erhöhen. Nein, ich habe ganz andere Sorgen. Da kenne ich ein kleines Lied. Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Ja, das wäre schön. Meine Sorgen können leider schwimmen, Frau Otte. Und der Hellmann ist mir auch keine große Hilfe. Er denkt an alles, nur nicht an sein Haus. Ja. Sieh, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Der geht so geistesabwesend geht der herum, wie wenn er mit dem Kopf gegen das Postkastel im Hausflur gerannt wäre. Also, was kann denn das sein? Im Vertrauen, Frau Otte. Ja. Ich komme gerade von ihm. Ja. Die Birgit und er werden heiraten. Nein. Ja. Nein, also das ist ja so eine Freude. Na sowas, die beiden haben ja schon so lang drauf gewartet. Eddie, hast du gehört? Die Birgit und der Herr Hellmann, die heiraten. Nein, Janowski. Das ist eine Freude. Die Birgit wird Frau Hellmann. Ja, bitte, der Hellmann hat mir das ganze Vertrauen mitgeteilt. Ja. Die Birgit und er wollen es selbst mitteilen. Ja, aber an sich eine beschlossene Sache. Verschwiegen wie das Grab. Ja, das ist so. Jetzt verstehe ich das. Warum er so überhaupt das Haus, der vergisst das Haus. Der rennt herum mit Herzellen in den Augen, wie Hilda und der Franz. Die werden sich fragen. Ja. Das Ehepaar Lafitte sollte es von dem Brautpaar selbst erfahren, wenn es möglich ist. Ja, bitte, ja? Weil sonst sagt der Hellmann zu mir, ich kann mich trotsch herum, ne? Von Ihnen kann doch kein Mensch sagen, dass Sie tratschen. Sie sind doch ein Mann der größten Diskretion. Das ist ja auch Ihr Beruf, als Hausverwalter müssen Sie das ja nicht. Aber wir hier in der Konditorei, bei uns gehört die Konversation mit den Gästen direkt zur Erhebung des Umsatzes. Ja, natürlich. Ja. So, meine Verehrung, Herr Janowski. Ja, servus. Sagen Sie, was habe ich gehört? Der Herr Hellmann und die Birgit heiraten? Da werde ich mir glatt mit einer Torte einstellen. Wieso weißt denn du das? Na ja, der Herr Chef hat mir das gerade erzählt. Komm mal her. Nein,
Ich versichere Ihnen, von mir erfährt kein Mensch was. Ja, das möchte ich da geraten haben. Und wenn in der nächsten Zeit was anfallen sollte mit dem Haus, dass irgendwelche Parteien sich beschweren oder man das Dach einstürzt, dann belast nicht den Helmer damit, sondern ruf mich an. Hast du mich verstanden? Ja, und wie ich das verstanden habe. Also, wenn ich Sie mit irgendetwas belasten kann, dann mache ich das gern. Bewusst. So, liebe Frau Birgit, wenn ich jetzt schon da bin, nütze ich die Gelegenheit, weil ich habe einen Hunger, als wenn ich eingeladen wäre. Bin aber nicht eingeladen. Ja. Ah! So. Herr Janowski, ich habe eine Bitte an Sie, wenn Sie vielleicht ein kleines bisschen vorsichtiger sein würden. Sie meinen wegen meiner Linie, aber nein, liebe Frau, das renne ich mir da wieder herunter bei meinem Beruf. Nein, meine Sorge gilt eigentlich weniger Ihrer Figur als mehr unseren Sesseln. Aber Frau Otti, das ist doch eine echte Qualität, das sage ich Ihnen als Fachmann. Ja, echte Qualität wird das bald gewesen sein, wenn Sie noch ein paar Mal so herumspringen damit. Darf ich Ihnen etwas bringen? Bitte, alles und womöglich gleich. Einen frischen Topfenstrudel hätte ich, der ist noch im Rohr. Wenn Sie ein bisschen warten, dann könnte ich Ihnen anbringen. Ja, geduldig nicht, aber die Minuten werden mir wie Jahre vorkommen. Ja. Ah, so, bitte. Ja, mir auch. Servus, Ila! Ja, grüß dich! Grüß dich! Du, was höre ich da von Franz? Du machst deine Diät demnächst? Bei Wasser und Brot? Aber geh, du kennst doch deinen Bruder lang genug, um zu wissen, dass jede Kleinigkeit von ihm derartig aufgebauscht wird, dass eine Katastrophe draus entsteht. Ja. Mein sanftes Lamm wird zum Grandband. Na, also das gefällt mir, lass ich dafür umarmen, Hillard. Ja, du machst mir Spaß, Kulter. Anstatt, dass du mir hilfst, der Hillard die Leviten zu lesen, forderst sie zu neuen Untaten auf. Und weil wir, glaub, Brüder halten zusammen. Na, geh herauf, das hat doch schon bei Kain und Abel nicht funktioniert. Aber ich hab dich trotzdem gern als Rektinnen auf. Aber eines muss ich konstatieren. Ich bewundere der Hillard ihre Zivilcourage. Ja, ach so, bewundern tust du das? Nein, das ist so viel Zivilcourage, die eigentlich jeder Mensch haben müsste. Wunderbar, Franz, schau dir die Augen von deiner Frau an, wie die kämpferisch blitzen. Ja, du hast eine Jeanne d'Arc im Haus, ohne dass du es weißt. Ja, ja, das kämpferische Blitzen, das habe ich schon den ganzen Nachmittag gehabt, nicht wahr? Weil die Hila kämpft ja nicht nur auswärts. Nein, die Hila kämpft auch im trauten Heim für eine neue Küche. Na bitte. Bitte, Guido, sag jetzt, dass du diese Küche genauso abgewohnt, genauso unpraktisch und genauso hässlich hältst wie ich. Vor allem unpraktisch, finde ich sie. Also wenn ich für jeden blauen Fleck, den ich mir in dieser Küche geholt habe, einen Schilling hätte, hätte man gerade eine Salbe gegen blaue Flecken kaufen. Ja, möchtest du wirklich, dass dein armer Bruder jedes Mal, wenn er uns besucht, blau nach Hause kommt? Ich bin als Opfer einer Verschwörung. Nicht nur am Anfang, hast du mal vorige Woche hast aufgehetzt, die Dagmar, dass sie mir diese neue Küche ganz besonders einreden soll. Mhm. Dann hast du die Frau Steffi geholt und jetzt den Guido. Bitte, es würde mich nicht wundern, wenn du demnächst mit einer Unterschriftensammlung kommst, wo sämtliche Hausbewohner von mir verlangen, dass ich eine neue Küche kaufen muss. Das ist eine wunderbare Idee, ja. Wenn sich der Franz weigert, machen wir eine Kundgebung im Vorzimmer oder noch besser. Wir machen einen Sitzstreik vor der Kaffeemaschine. Das trifft ihn am meisten. Weißt du, was ihn wirklich trifft? Hm? Ein Handwerker ins Haus kommen. Ja. Ach, dann kann er nichts finden. Höchstens natürlich das, was ihn ärgert. Und vor allem, er geht in sein Zimmer, er nimmt übel. Guido. Ich meine, muss ich das einmal genau erklären, damit du wirklich erst die Tragweite dieser ganzen Sache erkennst. Hm. Ich meine, es ist ja nicht so, bei uns kann man nicht ganz einfach irgendeine Küche nehmen und hineinbauen. Nein, es muss ja eine ganz spezielle Küche sein, denn die Hila hat Spezialwünsche und die Frau Steffi hat Spezialwünsche. Das heißt, wir müssen also diese ganze Küche umbauen. Mhm. Und um den Umbau dieser Küche durchzuführen, da braucht man natürlicherweise, also einmal einen erstklassigen Fliesenleger. Hm. Dann braucht man einen wunderbaren Elektriker. Ah. Dann braucht man einen großartigen Installateur. Und vor allem einen erstklassigen Tischler.
Aber du, wenn man alle diese Leute wirklich auftreiben sollte, also dann von mir aus, dann können sie von mir aus die ganze Wohnung, dann können sie auch die Tapeten herunterreißen und können nein, vor den Fußboden legen, nicht wahr? Und die Vorhänge können wegkommen, weil dann ist eh schon alles wurscht, nicht wahr? Aber ich möchte nur gerne wissen, woher soll man so jemanden nehmen? Moment, lass mich nachdenken. Einen Tischler, den weiß ich, aber der wird keine Zeit haben. Installateur, da bin ich überfragt, und Elektriker, und den habe ich eine Ewigkeit nicht gebraucht. Also, der Schlussendlich von der ganzen Sache ist, wir müssen jemanden finden, der sich auskennt. Das ist großartig, Guido. Und wer ist das? Er macht mich wahnsinnig, er macht mich mit dieser Fragerei immer eine Frage, das war schon in einer Kindheit so, eine Frage und noch eine Frage, bis man keine Antwort mehr weiß. Und damals habe ich ihn manchmal noch in den Schwitzkasten nehmen können, aber heute in meinen reifen Jahren kann ich mir das nicht mehr leisten. Na, du leistest dir aber ganz schöne Aufregungen noch, Guido, aber ich versichere dir eines, ich finde gute Arbeiter. Und darauf kann ich dir nur sagen, liebe Hilla, dein Wort in Gottes Ohr. Schlecht. So, Herr Janowski, da ist der Topfenstuhl. Oder sagen Sie, wie schnell das gegangen ist? Wunderbar. Er ist schneller fertig geworden, weil er Ihnen es gegengeeilt ist. Ich danke. Bitte. Kann ich Ihnen was dazu bringen? Ja, irgendein großen braunen Freitags geht. Ja, natürlich, gerne. Na, also so ein Pech. So ein Pech, was ich hab, das ist ja für einen einzelnen Menschen überhaupt gar nicht zum Verkraften. Oh, ja. Herr Bludel, Herr Bludel, bitte, bevor Sie sich verzweifelt in unseren Sessel schmeißen. Oh, schon passiert. Bitte schön. Was darf ich Ihnen bringen, Herr Bludel? Frau Ute, im Moment gar nichts, vielleicht ein bisschen später. Na, das habe ich gern. Gäste, die nichts bestellen, aber das Mobiliar zerbrennen. Der Herr Hellmann hat mir gesagt, dass ich Sie hier treffen kann, Herr Janowski. Sie sind meine letzte Rettung. Wenn ich dir helfen kann, gern, aber lass es mir mein Tupfenstuhl ist. Bitte, das tut mir leid, die Sache duldet keinen Aufschub. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, so reden Sie, aber lass es mir mein Tupfenstuhl ist, um uns geht. Bitte, was sagen Sie zu diesem Badezimmer? Ja, sehr nett, aber was habe ich damit zu tun? Ja? Ja, Sie wissen doch, dass ich seit einiger Zeit alle möglichen Handwerker vermittle, nicht wahr? Nein, das weiß ich zwar nicht, aber ich weiß vieles nicht. Vor allem weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Sagen Sie bitte, und was sagen Sie zu diesem Wohnzimmer? Ja, sehr hübsch, aber... Bitte, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie mir eine möblierte Wohnung vermieten? Nein, das Ganze hat was mit meinem Pech zu tun. Wissen Sie, ich habe eine Partie erstklassiger Handwerker zusammengestellt. Ja. Und jetzt ist mir der Baustelle ausgefallen. So was soll schon mal vorkommen, aber was kann ich da dafür? Ja, ich suche dringend eine Arbeit für meine Handwerker, aber sonst haben die eine ganze Woche nichts zum Tun. Was sind denn das für Professionisten? Die Besten. Ja? Ein Installateur, ein Elektriker, ein Fliesenleger, ein Tischler. Sagen Sie, Sie verwalten doch so viele Häuser. Haben Sie da nicht irgendwas zum Reparieren oder zum Renovieren? Herr Bludel, meine Häuser sind alle tadellos im Schuss. Aber wenn irgendwas anfallen sollte, werde ich mich vertrauensvoll an Sie wenden. Ja? Vielen Dank, das ehrt mich, aber das hilft mir im Moment auch nicht weiter. Kann ich auch nicht. Hab ich die Ehre, Herr Bludel. Grüße, Herr Janne, gut, dass ich Sie treffe. Ja. Sagen Sie, wissen Sie nicht irgendjemand, der was zum Reparieren oder zum Renovieren hat? Es müsste allerdings ein bisschen was Größeres sein, weil ich habe eine Partie erstklassiger Handwerker zum Vergeben. Bitte, jetzt sagen Sie mir das erst, wie wir heuer im Sommer also die Wohnung renoviert haben, da haben wir mühsam gute Arbeiter zusammensuchen müssen. Es tut mir leid, Sie kommen um einige Monate zu spät. Aber was glauben Sie, wie mir das erst leid tut? Na, Ernst, das gibt's doch nicht, dass keiner eine Partie erstklassiger Handwerker braucht. Aber schauen Sie doch mir an dabei, kann ich auch nichts dafür. Ich hab keinen Job für Ihre Arbeiter. Und jetzt möchte ich noch einen Topfenstuhl haben. Mit Vanillesauce, ja? Mit Ruhe! Aha. Wie ja? Hast alles mitgeschrieben? Mitgeschrieben habe ich alles. Ich weiß nur nicht, ob ich es an der richtigen Stelle eingetragen habe. Lass mich mal nachschauen. Das ist, was? 23 Meter? Das soll doch nicht wahr sein. Die Küche kann doch nicht 23 Meter breit sein. Ah, Dezimalpunkt. Das soll heißen 2,30 Meter. Lass dich nicht irritieren. Ich werde alles noch einmal mit dem Tischler besprechen. Schau, Hauptsache, wir haben eine Skizze, nach der können wir planen. Ausgezeichnet, du, da habe ich eine Idee. Der Tommy, der hat doch eine wunderhübsche Küche. So, mit einer gemütlichen Sitzbank. Könnte man das nicht hier auch machen? Na,
Da müsste man ja die Durchreiche wegtun. Nein, nein, Guido. Und die Durchreiche müsste man dann verbauen. Na, die ist so praktisch. Die ist sehr praktisch, die Durchreiche. Da kann man nämlich im Wohnzimmer hören, was in der Küche gesprochen wird. Jawohl. So. Justus, bin ich erschrocken. Franz, du wirst nicht etwa lauschen, was wir hier besprechen. Bitte, komm, das ist doch gar nicht notwendig. Ich weiß doch ganz genau, was ihr für einen Plan habt, der allerdings mangels an Handwerkern sehr bald ad acta gelegt werden wird. Gar nichts wird ad acta gelegt. Franz, weißt du eigentlich, na, du weißt es bestimmt nicht, weißt du eigentlich, wie jetzt Küchen gebaut werden? Direkt nach dem Körpermaß desjenigen, der am meisten in dieser Küche zu tun hat. Na, selbst ich habe wirklich nicht gewusst, aber bitteschön, wie wirst du denn dann die Küche anlegen lassen? Nach dem Maß von dir oder nach dem Maß von der Frau Steffi? Einmal darfst du raten, natürlich nach dem Maß von der Frau Steffi. Sagt mal, wie groß kann die eigentlich sein? Also wenn ich sie so von meinem geistigen Auge sehe, ich schätze, die ist ungefähr so groß. Ach so? Na, braucht man ja nur eine Puppenküche. Würdest du vielleicht etwas ernsthaftere Vorschläge machen, ja, um unsere Bemühungen, unsere ernsthaften Bemühungen zu unterstützen? Entschuldigung, ich akzeptiere diesen Ordnungsruf. Das wäre ein großartiger Vorschlag. Du, das könnte doch der Herr Oberholzenkramer, der Mann von der Steffi, der Bastler, nicht wahr? Der könnte dir das wunderbar machen. Ich freue mich nur, dass du dir den Namen nicht merkst. Oberholzenberger heißt er. Und dem geben wir den Auftrag bestimmt nicht. Nein. Du, das ist ein Bastler, der hinterlässt nur Trümmerhaufen. Ach so? Ja, bitte, dann weiß ich nicht. Also, wenn ich das alles hier so betrachte, das gehört alles weggerissen und neu gemacht. Das ist mir direkt ein Rätsel, wie ihr es so lange in dieser Abbruchküche ausgehalten habt. Ich freue mich, dass du das sagst. Ach Gott, du, darf ich mir die Skizze einmal genauer anschauen? Bitte, schau sie an. Danke. Wenn du mich an deiner Seite hast, dann sparst du gerade einen Innenarchitekten. Guido, wenn ich mir das genau überlege, könnte man das eigentlich mit einem Picasso vergleichen, ne? Na, okay. Und Herr Blunl, bitte erst fragen Sie mich einmal, ob Sie mir auf die Nerven gehen. Gehe ich Ihnen auf die Nerven? Ja. Sieh mal alle meine Häuser durchgange, die ich verwalte. Jedes Stockwerk, jeden Gang, jedes Treppenhaus. Ich hab keinen Job für Ihre Arbeiter. Also schon langsam glaube ich das auch. Das ist ein Jammer. Ich hab diese Partie fix engagiert. Wenn die jetzt eine Woche keine Arbeit haben, dann fallen die am Ende über mich her. Und da haben sie eh nichts zu tun. Herr Janek, bitte schön, bringen Sie mal auf den Schrecken einen Cognac. Einen Cognac. Schauen Sie, Herr Blunl, das gibt es so etwas. Ja, das ist alles eine Sache der Koordination. Ich hab das einmal erlebt. Ich wollte eines von unseren Häusern herrichten lassen. Ich bin wochenlang umeinander gerannt und hab keinen Handwerker gefunden. Das ist ja, ja, kurios. Dauernd höre von irgendjemand, dass er irgendwelche Handwerker gesucht hat. Na bitte, und ich? Ich hab welche zu vergeben, die keiner finden will. Sehr gut eingeschenkt, gell? Dankeschön. Also, Herr Blunl, wenn ich Ihnen sage, was ich heuer im Sommer oder wir alles bei der Renovierung der Wohnung mitgemacht haben, das reinste Chaos war das. Na bitte, passen Sie auf, nicht? Alle Leitungen neu, ja? Alle Installationen neu, ja. Also, stellen Sie sich das vor, wie das alles also war. Ja. Ich gehe in die Kuchel, nicht wahr? Nicht wahr? Und will das Wasser aufdrehen, ja, nicht wahr? Na, und was passiert? Was denn? Nix! Ich schaue und sehe auf einmal einen Wasserfleck, ja, auf der Mauer, nicht wahr? Hat es das einzige Rohr, das wir nicht renoviert haben, einfach zerrissen. Na, was sonst? Sehen Sie, Herr Janek, das kommt von Ihrer Sparsamkeit. Was? Das nächste Mal, wenn irgendwas hin ist, lassen Sie alles gleich neu machen. Ich hoffe, dass es ein nächstes Mal nicht mehr geben wird. Das kann in einer Minute passen. Ich habe genug von der Renoviererei, Herr Janowski. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich immer noch da sitze, statt dass ich mir noch andere an der Arbeit auftreibe für meine Leute. Ja, und warum ging es nicht? Na, wen erwischt man denn am Samstagnachmittag? Niemand Wichtigen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also, Frau Chefin, ich glaube, ich habe vergessen, dass ich Ihnen sage, dass der Herr Sektionschef ein paar Müllspeisen angerufen hat. Was, der Franzischek hat angerufen, ja, und du hast mir nichts gesagt? Ja, weil ich es vergessen habe. Aber es kann eh noch nicht so lange her sein. Höchstens 1,5 bis 2 Stunden. Na was,
2 Stunden? Vor 2 Stunden hat der František etwas bestellt und du sagst nichts. Na was? Jetzt gehst du gleich hinauf und bringst ihm die Sachen und da holst du dir gleich deine Strafpredigt ab, ja? Bitte schön, Frau Chefin, verschonen Sie mich. Weil erstens habe ich noch eine Lieferung und zweitens brauche ich eine Strafpredigt vom Herrn Sektionschef. So wie eine Halsentzündung. Ich brauche überhaupt nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ruft der František an und der Bub sagt kein Wort. Servus, Maxl. Servus, Silvio. Du, ich habe eine Riesenbitte an dich. So, könntest mir du vielleicht die Möschbeißen zum Herrn Sektionschef raufbringen? Weil ich bin nämlich arbeitsmäßig total ausgebucht, weißt du? Ja, das kann ich leider von mir nicht sagen, aber natürlich, selbstverständlich bringe ich die Möschbeißen rauf. Ich mach das doch. Nein, kein Problem, Herr Janek. Der Silvio hat mir oft geholfen, heute helfe ich immer mal. Danke dir, Kollege. Ich muss wieder sausen. Habe ich dir. Herr Blödel, das ist wirklich sehr, sehr nett von Ihnen, dass Sie den Silvio retten. Also der verdient wirklich eine Strafe. Ja, wissen Sie, Frau Otte, ich wette, dass der Herr Sektionschef selber drauf vergessen hat, dass er was bestellt hat, weil sonst hätte er ja längst angerufen. Na, das ist aber wahr. Der František ist doch ein so korrekter und genauer Mensch. Also ich meine, der merkt doch, wenn er da sitzt und seine Bestellung nicht kommt. Da muss irgendwas muss da sein. Ich rufe ihn mal an, ja? Ich weiß es nicht. Da ist bestimmt nichts Außergewöhnliches passiert. Schau, der Onkel Guido ist gekommen, nicht wahr? Hat mit Herrn Sektionschef geplaudert, verplaudert, nicht wahr? Und hat auf die Jause vergessen. Ja gut, also bitte, das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil sonst ist ja immer der Herr Guido der Erste, der Hunger schreit. Ne? Bitte, was soll denn beim Herrn Sektionschef Außergewöhnliches passieren? Gibt's keine Überraschungen. Geht alles seinen normalen Gang. Manchmal beneide ich den Herrn Sektionschef um das ruhige Leben. Das ist auch wieder richtig. Also das ist wahr. Man weiß nicht. Ja, ich habe jetzt mit dem František telefoniert. Der hat wirklich nicht bemerkt, dass die Bestellung nicht gekommen ist. Ja. Na, das ist mal wirklich an ihm nicht gewöhnt. Ja. Er hat gesagt, er hat sich mehrfach aufregen müssen. Bitte, Frau Otte, ich gehe jetzt hinauf und übergib die Möschspeisen und vielleicht kann ich dem Herrn Sektionschef behilflich sein. Ja, bitte machen Sie das und kommen Sie dann wieder einen Sprung zurück und sagen Sie, ob alles in Ordnung war. Nur, dass wir beruhigt sind, gell? Selbstverständlich, das mache ich. Empfehle mich. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, der František war sehr deprimiert. Ja, das ist merkwürdig. Das ist sonst nie seine Art, ne? Tja, also, ich müsste eigentlich auch gehen, aber was soll ich machen? Also, mach ich mir Sorgen. Vielleicht sollte ich doch warten, bis der Blut wieder herumkommt, ne? Ja. Was ist denn? Meine Herren, und jetzt wissen wir also alles ganz genau. Wir wissen, welche Küche wir haben wollen. Ja, wir wissen jetzt ganz genau, welche Küche wir haben wollen. Wir wissen allerdings nicht, woher wir die dazu nötigen Handwerker nehmen sollten. Aber bitte, so wie ich meine tüchtige Hilla kenne, wird sie das auch im Handumdrehen schaffen. Jawohl, es gibt nichts, was die Hilla nicht zustande bringt. Außer vielleicht dir deine süffisanten Redensarten abzugewöhnen. Moment, bleib ruhig sitzen, ich mach das schon. Außerdem habt ihr dann die Möglichkeit, in Ruhe über meine süffisanten Redensarten euch ein bisschen unterhalten zu können. Da musst du aber lang draußen bleiben, da haben wir viel zu reden. Ja, was wird das Silvio sein mit den Möschbeißen? Begrüße Sie, Herr Sektionschef. Ich bringe in Vertretung vom Silvio die Kalorienbomben herauf. Ja, das ist ja ganz reizend. Bitte kommen Sie doch weiter. Dankeschön. Eigentlich sollte ich gleich wieder gehen, weil ich habe nämlich ein Riesenproblem. Naja, schauen Sie, mir wäre sehr lieb, wenn Sie mit uns noch ein Schall Kaffee trinken würden. Wissen Sie, ich habe nämlich eine Gesellschaft drin und die könnte mal ein bisschen auflockern. Denn unter uns gesagt, ich bin bei der Gesellschaft da drin der Teschenk. Ach so, Sie meinen, Sie sind, wie man so schön sagt, der, den man ein bisschen auf der Schafe hat, nicht? Ja, der bin ich. Aber Teschek, also ich kann den Ausdruck nicht mehr kennen, weil das war einmal in den Kammerspielen, das einmal ein Stück, da hat der Waldbrunn die Hauptrolle gespielt und da hat er so ein Couplet zu singen gehabt, das hat geheißen, einer muss der Teschek sein, ich weiß, das muss so sein, aber, und das frage ich mich, warum ausgerechnet immer ich? Sehr gut. Naja, war sehr schön, aber was, Tempi Passati gibt es halt nicht mehr. Kommen Sie bitte noch weiter, Herr Brunn. Dankeschön. So. Küss die Hand, ne Frau. Meine Verehrung, Herr Guido. Mein Kompliment, Herr Bruder. Ja, wie
was führt Sie zu uns? Ja, der Herr Blumel war so liebenswürdig, in Vertretung vom Silvio uns die Möhrspeisen heraufzubringen. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, wenn die Otti mich nicht angerufen hätte, ich hätte aufgrund der Diskussionen, die wir gehabt haben, gar nicht mehr an die Möhrspeisen gedacht. Was Diskussionen hat es gegeben? Also bitte, wenn die familiärer Natur sind, also dann möchte ich weiter nicht stören. Nein, bleiben Sie ruhig, nein. Wir hatten ein paar Probleme, aber die haben wir völlig aus der Welt geschafft, nicht wahr? So, Kinder, ich trage das jetzt raus, mach das um und ich bin gleich wieder da. Ja, bitte, Herr Blumel, nehmen Sie so Dankeschön, da sind Sie besser dran als ich. Ich renne schon seit 2 Tagen mit einem Riesenproblem herum. Von Problemen will ich nichts mehr hören. Was glauben Sie, wie viele Probleme wir heute schon hier rumgewälzt haben? Also, tun wir so, als ob es keine Probleme mehr gäbe. Punktum. Ja. Gut, sei doch nicht so. Lass den Herrn Blurl ruhig von seinen Problemen reden. Vielleicht können wir ihm helfen. Na ja, na, also, wenn ich mich da so umschaue, alles picobello, ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Naja, wissen Sie, Sie sollten nie sagen, da ist... Oh, ja, das schaut aber gut aus. Ja, bitte sehr. So, meine Herrschaften. Willst du einschenken, dann kann ich dir. Ja, bitte sehr. Mensch, das heraus tun. So. Bitte sehr. Danke. Was möchtest du? Irgendwas ist wurscht. Irgendwas das Erste, wurscht? Was du erwischt. Ja, wirklich? Jawohl. Das kann ich sogar mit Fingern nehmen. Danke. So. Ja. Du kannst du wirklich alleine. Ja, sonst, bitte. Gell? So. Bitte sehr. Ach ja. Naja. Gibt irgendwelche Probleme? Probleme? Ja, du hast doch, der Herr Blumel war unten in der Konditorei. Und da war irgendwas. Das wollte ich fragen. Ja. Ganz vergessen. Ja. Ganz vergessen, ich bitte Sie, ist da unten irgendwas? Wieso? Na ja, weil die Otti war so seltsam am Telefon. Da haben wir gedacht, die hat vielleicht. Nein, also die Frau Otti war seltsam am Telefon, weil der Herr Sektionschef am Telefon seltsam war. Was, du bist so seltsam? Ja, überhaupt nicht. Ich meine, ich war so wie immer. Na, die Frau Otti hat gemeint, dass sie etwas bedrückt geklungen haben. Ach, das kann ich Ihnen erklären. Ja. Franz hat ein bisschen Stress gehabt, aber ich möchte Sie damit nicht langweilen. Ei, leid schon wieder. Leid schon wie immer. Nein, bleib ruhig sitzen. Ich meine, ihr habt dann wenigstens die Gelegenheit, euch in Ruhe zu erzählen, wo jeden der Schuh drückt. Na, nirgends drückt uns der Schuh. Unser einziges Problem ist, so wie auch schon, dass wir jemanden für die Küche suchen. Für die Küche? Aber für die Küche haben Sie doch, gnädige Frau, die Frau Steffi. Na wieso? Ich suche nicht jemanden, der in der Küche arbeitet. Grüß Gott, liebe Frau. Grüß Gott, Herr Werner Guido. Grüße Sie. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitte. Aber wir haben uns Sorgen um Sie gemacht. Wieso denn das? Ja. Sorgen? Wieso Sorgen? Und wir sitzen hier wie im Abrahams Schoß. Nein, die Otti hat gesagt, wir haben uns Sorgen gemacht. Die Otti hat gesagt, dass der Herr Sektionschef am Telefon so, wie soll ich sagen, so deprimiert geklungen hat. Aber nein, mein Gott, das kann ich erklären. Das war, weil wir ein gewisses Problem hatten. Aber das ist doch völlig aus der Welt geschafft, gell? Ja, so, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke für mich. Aber der Herr Blödel, nämlich, ich weiß schon. Blödel. Bitte sehr um Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich ein freudscher Versprecher. Ja, so wie in der Schule schon gehört. Also der Herr Blödel, ich meine, der kann nichts dafür, dass er nicht heruntergekommen ist, euch die Sachen zu erzählen. Nicht wahr? Aber es hat doch gewisse Diskussionen gegeben und ich war da. Nein, da danke ist für euch benachteiligt. Aber bitte, das ist erledigt. Danke für mich. So. Ja. Naja, nämlich die Hila hat da ein Problem gehabt mit einem Heim, einem Seniorenheim, wo... Gott, ja, mein Gott, also ich werde was sagen, wir brauchen gar nicht so herumdrücken. Ja? Wir können das gleich offen gestehen. Er erfährt es ja sowieso. Also wissen Sie, ich habe vor einem Seniorenheim demonstriert. Ja. Ja, und die Heimleitung, die war dagegen. Die, lachen Sie nicht. Entschuldigung. Die war böse und war sehr ungezogen zu mir. Und ich war halt sehr zornig. Oh. Und da habe ich wahrscheinlich mit dem Transparent so herumgefuchtelt und habe ihn getroffen. Also, liebe Frau, ich finde das großartig. Es gehört ein unheimlicher Mut dazu, sowas zu machen.
Aber wahrscheinlich haben Sie einen oder mehrere Gründe dafür gehabt. Oh, bei Gott habe ich Gründe gehabt. Es geht mir doch um die Autonomie, die diese Leute haben. Aber der Herr Michalek ist dagegen. Dass eine. Ja, bitte? Michalek? Ist das der Heimleiter von dem Seniorenheim in der Ebenauer Straße? Ja, wieso kennen Sie den? Naja, ich war mal in einer Hausverwaltung mit ihm. Ich werde ihn anrufen. Ja, sind Sie so gut mit ihm, dass Sie ganz einfach so anrufen können? Wir waren, wie gesagt, in einer Hausverwaltung miteinander. Da sind einige Ungereimtheiten vorgekommen, die auf Konto von Herrn Michalek gegangen sind. Ich habe ihm damals nahegelegt, die Sache gut zu machen und zu kündigen und habe ihn nicht verraten. Seit damals ist er mir was schuldig. Wo darf ich denn telefonieren? Oh, bitte, hier haben Sie es. Na, dann noch besser. Gehen Sie ins Arbeitszimmer hinein, da sind Sie ungestört. Wunderbar, danke für das. Franz, das ist aber ein merkwürdiger Zufall. Na ja, eigentlich gar nicht, ne Frau. Schauen Sie, das gibt's bitte schön fast in jeder Branche. Einer kennt den anderen, dann trifft man sie wieder. Drum sage ich immer, verdirbt ihr es mit niemandem, irgendwann kommt er da wieder unter und du brauchst was von ihm. Ja, das ist ein uraltes Prinzip. Schon die alten Römer haben gewusst, manus manum labam. Also wenn wir ein bisschen Glück haben, geht die Sache für dich glimpflich aus und ein Problem ist erledigt. Wir haben ganz bestimmt wird es erledigt sein und ich werde sogar das andere Problem auch noch lösen, weil ich wäre ja doch gelacht, wenn ich nicht irgendjemanden finden würde. Entschuldigen Sie, Frau, Sie sagen finden. Ja? Wen suchen Sie denn? Ja, wir... So, liebe Frau, es ist alles in bester Ordnung. Der Michalek zieht seine Anzeige zurück und ist bereit, mit Ihnen, um den Heimbewohnern über diese strittigen Fragen zu diskutieren. Da bin ich aber sehr glücklich. Sagen Sie, Herr Janowski, Sie haben ja mit Engelszungen geredet. Nein, ich habe ihm nur gesagt, dass ich ein sehr gutes Gedächtnis habe. Also, alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Na, sowas. Ja, bleibt das nur noch. Was? Naja, ein Problem hast du ja immer noch, Hilla. Das Problem löse ich wie nix. Ja? Glaub mir. Ja? Ich werde auch noch irgendwelche Leute finden, die mir helfen. Ja, wissen Sie? Du meinst? Ich meine Handwerker. Ich meine zum Beispiel einen Elektriker und einen Fliesenleger und einen Tischler. Für eine neue Küche. Sie brauchen eine neue Küche? Ist das ja? Ja, schreien Sie nur. Ich bin da auch nicht sehr begeistert davon. So nicht, aber wenn er sagt, können Sie sowas verschaffen? Haben Sie die Möglichkeit? Na, verschaffen die Möglichkeit? Ja? Ich habe die besten Handwerker von Wien an der Hand, gnädige Frau. Die machen Ihnen eine Küche, die singt, tanzt, pfeift und jodelt. Ja, dann fangen wir alle zum Jodeln an. Kommen Sie, gehen wir. Ja. Ich nehme einen Mehlspeis mit. Ich auch. Und zeige Ihnen dann den Plan, den ich von der Küche gemacht habe. Ja gut, Herr Guido, das machen wir. Und wenn Sie wollen, dann trage ich die alte Küche auf meiner eigenen Schultern weg. Liebe Der Blödel ist einmal. Ich werde jetzt aufgehen, werde nicht weiter stören und werde noch der Frau Otte sagen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn irgendwas sein sollte mit dem Michalek, bitte sagen Sie mir es. Ich rufe ihn sofort an. Lieber Herr Janowski, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Und nicht nur deshalb, dass diese Anzeige verschwunden ist, sondern vor allem deshalb, dass ich mit diesem Heimleiter in Gespräch kommen kann. Wissen Sie, da kann man so viel erreichen. Aber das ist selbstverständlich. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Herr Janowski. Entschuldigen Sie, die Störung. Wiedersehen. Meine liebe Hilla. Na, wie stehe ich da? Du stehst großartig. Großartig. Sag, ich würde aber doch noch meine... Wenn es nicht unangenehm ist. Nein, bitte nicht. Nein, nur eine Kleinigkeit möchte ich mit dir wegen dieser Demonstration noch reden. Ich flehe dich an, sprich nicht wieder, frag mich nicht wieder, sag mir nicht, was ich alles falsch gemacht habe. Ich weiß ja sowieso. Aber ich habe auch einiges gut gemacht. Ja, komm. Du, komm, setz dich bitte. Schau, Hilla. Komm. Warum soll ich mich setzen? Na ja, komm. Na, weil bitte. Ich mit dir ein bisschen reden will. Aber nur über nette Sachen. Du, nur über nette Sachen. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Aussage. Weißt du, ich habe heute natürlicherweise am Anfang, der Schock war zu groß. Das habe ich gemerkt, ja. Na ja, natürlicherweise, nicht jeden Tag kommst du und erzählst mir, dass du so Anzeigen kriegst, dass du dann mit deinen Stangen gehaut hast und so weiter. Ja. Es ist ein bisschen überraschend in unserer Familie. Ich meine, in anderen Familien, weiß ich, hat man sowieso immer gleich den Revolver und das Messer bei der Hand. Bei uns ist ja das absolut unüblich. Und da war ich ein wenig überrascht, plötzlich in dir eine solche kämpferische Jeanne d'Arc, wie der Guido ja gesagt hat, gefunden zu haben. Aber
jetzt, wo wir allein sind, möchte ich mich eigentlich bei dir entschuldigen. Na ja, ich habe mich eigentlich blöd benommen. Ich hätte von vornherein sagen sollen, wurscht, was meine Hila getan hat, sie ist meine Hila, sie ist mit mir durch dick und dünn gegangen, so in guten und in schlechten Jahren. Ja. Und jetzt wäre wegen so einem botscherten Heimleiter, der also womöglicherweise wie so, Hila, ich muss mich bei dir nicht nur entschuldigen, sondern ich muss dir sagen, ich bewundere dich. Du bewunderst mich? Ja. Bist auch ein bisschen stolz auf mich?